Hallo und herzlich willkommen zum Jubiläumsvideo Best of digitale Quicktipps 2021. Mein Name ist Arno Burger. Zum Jubiläum meines Kanals am 1. März zeige ich euch die coolsten Quicktipps aus 2021 und drei Bonustipps. Bis gleich nach dem Intro. Diese Quicktipps haben bis zu 25% Likes und werden von YouTube trotzdem ganz wenig vorgeschlagen. Der Grund: Sie sind mit 1 bis 2,5 Minuten für Werbung zu kurz. Deshalb habe ich mich entschieden, die coolsten von Ihnen für euch hier nochmal auf den Punkt zusammenzufassen. In der Infokarte habe ich zu jedem Tipp den passenden Quicktipp verlinkt. Wenn euch also mehr dazu interessiert, nur zu, klickt drauf. Und unten in der Timeline seht ihr zu jedem Tipp den Titel, also schaut euch einfach gezielt die Tipps an, die euch besonders interessieren. Wir starten mit Windows-Tipps, dann geht's zu Outlook und über OneNote kommen wir am Schluss noch zu einem Bonustipp für alle, die Emojis lieben. Tipp 1 und mein absoluter Favorit, die Zwischenablage mit Verlauf. Was ihr alle kennt, ist, dass ihr einen Text markieren könnt, sei das eine ganze Zeile oder auch Wörter, und dann mit STRG C diesen Text in die Zwischenablage bringt und dann mit STRG V den Text an beliebigen anderen Stellen, also in anderen Programmen, auch wieder einfügen könnt. Wenn ihr jetzt immer mal wieder was kopiert und einfügt und dann irgendwann auf etwas Älteres zurückgreifen wollt, dann braucht ihr den Verlauf der Zwischenablage und den bekommt ihr mit Windows-Taste und V, sodass ihr jetzt praktisch auf diesen Verlauf zugreifen könnt. Ihr könnt den sogar ein bisschen steuern, indem ihr hier Sachen rauslöscht und auch dauerhaft aufhebt. Und es ist sogar möglich, wenn ihr an mehreren Rechnern arbeitet, dass ihr den Inhalt der Zwischenablage auch zwischen diesen Rechnern austauscht. Also schaut euch da gerne mal das vertiefende Video an, das ich in der Infokarte verlinkt habe. Kommen wir nun zum Tipp 2. Wir bleiben noch bei Windows und brauchen jetzt nicht mehr die Tastatur, sondern wir brauchen die Maus, und zwar eine Maus mit Rad. Habt ihr schon mal das Rad gedrückt? Ja, das kann man tatsächlich auch drücken. Und wenn man das Rad auf der Taskleiste auf einem gestarteten Programm drückt, dann öffnet man damit ein zweites Fenster dieses Programms. In unserem Fall habe ich hier OneNote, Word, Outlook und ein paar Programme gestartet. Dass die gestartet sind, seht ihr auch an diesem blauen Strich unten dran. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf OneNote auf dem Symbol OneNote das Rad drücke, dann geht einfach dieses Fenster ein zweites Mal auf. Und man sieht es dann auch hier, es sind zwei Fenster offen. Und es würde in Outlook genauso funktionieren, aber auch im Windows Explorer zum Beispiel. So bekommt ihr sehr schnell ein zweites Fenster. Und manchmal, zum Beispiel bei Word, möchte er dann wissen, was du in diesem zweiten Fenster jetzt tun willst. Aber im Prinzip ist auch das ein zweites Fenster. Und schon kommen wir zum dritten Tipp und dem ersten Bonustipp. Für alle interessant, die viel mit ihrem Browser im Internet unterwegs sind und Links anklicken. Ihr könnt durch die Kombination von Maus und Tastatur Links in einem neuen Tab oder auch in einem neuen Fenster aufmachen. Ich habe hier eine Internetseite gestartet, habe hier ein paar Links, das sind hier so Knöpfe, und möchte jetzt diese Seite Kompetenzkarten aufmachen. Und wenn ich das tue, dann öffnet die sich im selben Tab. Und jetzt, wenn ich zurück will, muss ich wieder zurückspringen und so weiter. Wenn ich jetzt diesen Link direkt in einem neuen Tab öffnen will, dann drücke ich die STRG-Taste, klicke ihn an und ihr seht, hier oben geht der auf, und so könnte ich alle drei anklicken und dann kann ich mir alle drei im Wechsel anschauen. Vor allem auch sehr hilfreich, wenn ihr eine Suchseite habt und da die entsprechenden Treffer aufrufen wollt. Und wenn ihr jetzt nicht nur einen neuen Tab aufmachen wollt, sondern ein neues Fenster, dann drückt ihr die Umschalt- oder auch Großschreibtaste und klickt auf den Link. Und schon seht ihr, es geht ein ganz neues Browserfenster auf. Wenn dir diese Tipps und meine Art gefallen, dann abonniere doch gleich den Kanal oder teile am besten auch dieses Video. Ich habe übrigens im letzten Jahr 159 Videos mit über 16 Stunden Videomaterial in YouTube hochgeladen. Da ist also bestimmt auch noch was anderes für dich dabei. Und weiter geht's mit Outlook. Hier habe ich euch zwei Tipps ausgesucht zum Suchen und einen Tipp, wie ihr die Kontaktinformationen aus E-Mails in die Kontakte bringt. Stellt euch vor, ihr habt eine E-Mail, diese E-Mail ist relativ lang und irgendwo in dieser E-Mail könnte etwas zu Outlook zum Beispiel stehen. Dann drückt ihr einfach die Taste F4 und damit geht die Suche auf. Die findet ihr übrigens auch hier oben unter Bearbeiten, Suchen. Und dann gebt ihr den Begriff ein, klickt auf Weitersuchen
und der Treffer wird entsprechend angezeigt. Man könnte jetzt auch noch alles hervorheben lassen. Dann habt ihr so eine gelbe Lesehervorhebung und könntet durchblättern. Das ist dann interessant, wenn es vielleicht sehr viele Treffer sind. Und wir bleiben noch ein bisschen beim Suchen. Und zwar geht es darum, verwandte E-Mails zu finden. Verwandt heißt mit demselben Betreff, also in derselben Unterhaltung oder mit demselben Absender. Ich mache einen Rechtsklick auf die E-Mail, wähle den Befehl Verwandte suchen und wenn ich sage jetzt Nachrichten in dieser Unterhaltung, dann wird eine Suche gestartet und in der Suche werden mir dann alle E-Mails mit demselben Betreff in diesem Fall angezeigt. Oder ich mache eben einen Rechtsklick und wähle Verwandte suchen und sage Nachrichten vom gleichen Absender. Dann wird auch eine Suche gestartet und damit habe ich alle E-Mails vom gleichen Absender hier. So, kommen wir zum letzten Tipp in Outlook. Wie kann ich aus einer E-Mail, die ich bekommen habe, möglichst einfach einen Kontakt anlegen, in dem dann auch schon die Kontaktdaten mit abgespeichert sind? Ich möchte den Absender dieser E-Mail in meine Kontakte aufnehmen und dazu ziehe ich diese E-Mail einfach per Drag and Drop hier unten auf die Kontaktkomponente. Ihr seht, da ist ein kleines Plus dran, es wird also kopiert, das lasse ich los. Damit wird automatisch ein Kontakt erstellt. Da ist schon die Absender-E-Mail-Adresse normalerweise richtig. Der Name passt meistens auch schon ganz gut und das Speichern unter ist voreingestellt. Da könnt ihr auch gerne mal in das in der Infokarte verlinkte Video schauen. Da habe ich noch mehr Informationen dazu. Und hier auf der rechten Seite interessiert mich jetzt vor allem hier unten die Adresse. Und die kann ich jetzt einfach durch Drag and Drop, also markieren und dann in das entsprechende Feld schieben, hier übernehmen. Bei den Links ist es ganz gut, wenn ihr nach dem Markieren mit der rechten Maustaste in die entsprechende, in das entsprechende Feld schiebt. Das ist übrigens das Video, das am meisten prozentuale Likes im letzten Jahr hatte. Und war schon ein Tipp dabei, den du richtig cool fandest? Dann schreib das doch unten in die Kommentare und gib gerne dem Video auch gleich noch ein Like mit. Und wenn du Fragen hast, dann bitte auch in den Kommentaren fragen. Ich beantworte Fragen normalerweise innerhalb von ein paar Tagen. So, das war's auch schon mit Outlook, wobei noch nicht ganz. Den nächsten Tipp könnt ihr sowohl in Word als auch in PowerPoint oder in Outlook anwenden. Es ist der nächste Bonustipp mit einem großen Dank an meine Kollegin Sigrid Hess. Ihr habt ein Wort, bei dem passt die Groß- und Kleinschreibung nicht ganz. Ihr klickt einfach in das Wort hinein und dann drückt ihr die Tastenkombination Großschreibtaste und F3 und damit könnt ihr die verschiedenen Varianten von Groß- und Kleinschreibung durchwechseln. Besonders hilfreich, wenn alles groß geschrieben ist und ihr wollt es klein haben oder eben auch, wenn alles klein ist und ihr wollt es groß haben. Nun aber zu OneNote, meinem zweiten Favoriten, direkt kurz hinter Outlook. Und hier geht es jetzt primär darum, Überblick zu gewinnen. Und in dem ersten Tipp zeige ich euch, wie ihr die Seitenübersicht von rechts nach links übernehmt in der Desktop-App. Das ist deshalb sehr hilfreich, weil es dann näher an den Notizbüchern ist und vor allem auch, weil es mit der Web-App besser übereinstimmt und man dann auch leichter mit beiden parallel arbeiten kann. Im Standard von OneNote habt ihr die Seiten hier auf der rechten Seite angeordnet und die könnt ihr von hier rechts nach links übernehmen über Datei, Optionen, Anzeige und dann das Häkchen Seitenregister links. Okay. Und wenn ihr dann noch hier, wo der Name eures Notizbuchs angezeigt wird, einmal anklickt und dann hier auf die Pinnnadel, dann habt ihr immer zum entsprechenden Notizbuch und dem Abschnitt, in dem ihr gerade seid, auch die ganzen Seiten auf der linken Seite und damit sind auch die Wege hier kürzer. Jetzt endlich auch in der Desktop-App von OneNote die Möglichkeit, Seiten zu sortieren und genauso gut oder schlecht umgesetzt wie in der Web-App bzw. in der Windows 10-App. Die Seitensortierung, die findet ihr in der Seitenübersicht rechts oben hier über dieses Symbol. Ihr seht, im Moment ist keine Sortierung da. Ihr könnt alphabetisch sortieren, also nach Anfangsbuchstaben des Seitennamens. Da könnt ihr auf- und absteigend sortieren. Einfach ein zweites Mal draufklicken, dann geht es von Z nach A. Und hier findet ihr auch Änderungsdatum. Das wäre jetzt sortiert nach dem Erstelldatum. Und Änderungsdatum und das ist das tatsächliche Änderungsdatum. Ich zeige euch das auch mal. Also ich habe jetzt hier das Änderungsdatum von 4. April 2021 bis zum 12. Februar 2022
Und wenn ich das Änderungsdatum an dieser ersten Stelle hier nehme, dann ist es das Erstelldatum. Das sieht man zum Beispiel, hier haben wir 5. Dezember erstellt und 5. Dezember 10.10 Uhr und 10.18 Uhr. Das ist also die Sortierung nach dem Erstelldatum und nicht nach dem Änderungsdatum. Der nächste Tipp zu OneNote war kein Quick-Tipp im letzten Jahr, sondern ein gesamter Tipp. Hier geht es darum, wie ihr Überblick verschaffen könnt über Hyperlinks und das ist wirklich genial in OneNote. Und es ist nicht nur genial, es ist auch total einfach. Und zwar klickt ihr mit der rechten Maustaste an und habt dann Link zu und jetzt Seite kopieren, weil es eine Seite ist. Wenn ihr auf einen Abschnitt klickt, dann habt ihr mit der rechten Maustaste Link zu, jetzt Abschnitt kopieren. Dasselbe habt ihr bei einem Notizbuch, Link zu Notizbuch kopieren. Oder eben auch, wenn ihr in einem Absatz seid und in dem Absatz den Rechtsklick, Link zu Absatz kopieren. Also super genial und total einfach. Microsoft 365 mit Teams, aber auch Excel Quick Tips habe ich jetzt hier weggelassen, weil das den Rahmen gesprengt hat. Aber schau dir ruhig mal die anderen Playlists und die anderen Videos hier auf dem Kanal an, auch vor allem zum Thema digitale Suchen. Da gibt es noch eine ganze Menge spannende Sachen. So schnell geht's schon beim 11. Tipp und nochmal bei einem Bonustipp, nämlich bei der Frage, wo bekomme ich ganz schnell und einfach unter Windows Emojis her? Einfach mit einer Tastenkombination. Ihr müsst euch da wirklich nur eine Tastenkombination merken, nämlich Windows-Taste und Punkt. Und schon habt ihr alle Windows-Emojis und könnt die hier einfügen. Und das geht an jeder Stelle in Windows. Das heißt zum Beispiel auch, wenn ich in Teams bin und in Teams einen Kanal bearbeite, dann kann ich zum Beispiel in den Kanalnamen Windows und Punkt hier für mich noch ein Symbol dazu machen. Genau genommen ist es nicht nur für mich, sondern es sehen dann alle. Und ihr seht, der Kanal wandert damit in der Sortierung nach oben. Emojis kommen praktisch vor den normalen Buchstaben. Allgemein ist immer oben. Das ist sozusagen in der Sortierung hier außen vor. Und wenn ihr sowas mal braucht in einer E-Mail, einfach Windows-Taste, Punkt. Und schon habt ihr hier alles, was ihr braucht. Dir hat es gefallen? Dann los, teilen, liken, abonnieren und vor allem in die Kommentare schreiben, auch eure Fragen. Wie gesagt, innerhalb von ein paar Tagen sind die normalerweise beantwortet. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.